So, willkommen zu der neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke und der Adi ist auch wieder am Start, ne? Der Adi ist auch wieder behaart, ne? Denn es geht los mit dem Adi seinem Adventskalender. Heute ist nämlich das Türchen Nummer... Adi, was ist heute? Ich habe kein Handy dabei. Ich weiß nicht mehr, wie. 14? 15? Das erste, was ich finde... Wenn ich eine 14 finde, mach mal die 14 auf. Wenn ich eine 15 finde, mach mal die 15 auf. Keine Ahnung. Das ist wieder mal Vorbereitung Deluxe. Wir öffnen auf jeden Fall das nächste Türchen. 22, 16, 20, 23, 15, 12. Wir müssen... Die 15 wird sein. Wunderbar. Ich fühle mich so unsicher. Wir haben die 15 auf jeden Fall schon aufgemacht. Keine Ahnung, Adi. Da ist wieder mal so viel drin. Da wirst du richtig satt. Guck dir das an. Hängst du wieder da. Nicht wegrennen. Da ist noch mehr. Kannst ruhig da bleiben. So, gönn dir, solange es keine Fische sind. Gell? Denn die Fische verschmähst du immer. Ist schon weg. Ist alles leer. Mein kleiner Pups. Pupsi, Pupsi! Alles wird gut. So, und wir machen, vielleicht erkenne ich es auf dem Großen ja jetzt besser, was wir brauchen. Adi, was sagst du? Wir haben, hier ist nichts mehr. Die zweite Reihe ist auch komplett leer. 23, 17, 18, 15. Ich glaube, wir waren richtig, denn hier unten ist die 15. Die ziehen wir jetzt auf jeden Fall raus. Jetzt bin ich mal gespannt. Ach du meine. Wir haben einen komplett schwarzen Kronkorken. Jetzt denken die, da kommt was Heftiges, ja? Ich denke es auch. Wir gucken uns mal hier oben das Stück an. Das sieht auf jeden Fall schon mal heftig aus. Hier steht nämlich Beer of the Gods. Wackenbrauerei. Wacken, da mache ich mir jetzt viele Feinde, wenn ich sage, das schmeckt mir nicht. Ne? Die Wackenbrauerei, Beer of the Gods, Dry Stout Forseti. Da haben sie sich auf jeden Fall was überlegt. Ich zeige euch das mal von hinten. Alkoholgehalt 5,9%. Trinktemperatur 8 bis 10, Farbe schwarz, bittere, ausgewogen. Da bin ich mal gespannt. Das sieht so von hinten aus, ganz viel Schrift, damit die Leute ganz viel zu lesen haben. Aber das Etikett, wenn wir es jetzt rumdrehen, hier ist einfach mal Forseti. Ich kenne mich nicht aus. Vielleicht ist das ja der Homie, der da drauf steht. Vielleicht ist das einfach nur die Biersorte, keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall prächtige, große Schrift, die ins Auge geht. Dry Stout drunter und nochmal Wacken Brauerei Alk 5,9. Ein richtig episches, mächtiges Bier. Ist aber immer noch nicht das, was ich suche. Wenn das im Regal steht, das fällt auf jeden Fall auf. Die ganzen Wacken Boys werden da hingehen und werden das sich reinsüffeln. Der Ramses würde sagen, das ist mir schon wieder zu viel, das ist mir zu prächtig. Ich will ein ansprechend jugendliches Bier und kein, ich bin heftig der Boss Bier, guckt mich an, ich schlage euch die Köpfe mit einer Machete ab. Das ist mir schon wieder zu krass, ich brauch's eine Nummer schlichter, aber trotzdem nicht altbacken, sondern frisch und jugendlich. Trotzdem für das aufwendige, krasse, mega Etikett würde ich 4 von 5 geben, es ist aber immer noch nicht, ich habe immer noch nicht die 5 gefunden. Ich warte immer noch auf die 5. Wir haben jetzt aber Farbe und Schaum. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Es verhält sich ruhig. Guckt mal, wie der chillt, ne? Der Chiller vom Dienst. Adi, willst du den Geruch beurteilen? Ist das jetzt gut, ist das schlecht? Ich glaube, bei anderen bist du eher weggegangen. Nicht? Kein Wacken? Okay. Also der Adi, der Geruch, sagt Adi, ist okay. Nicht angenehm, aber auch nicht zu unangenehm. Sonst wäre er gehüpft, der ist langsam weggegangen. Wir füllen jetzt erstmal ein. Leg dich doch wieder hin. Ja, genau so. So, wir füllen jetzt erstmal ein. Jetzt bin ich mal auf die Farbe gespannt, wenn das schwarz ist. Oh mein Gott.
Ist das noch Bier? Ist das schon Cola? Guckt euch das an, wenn das fertig ist. Das ist auf jeden Fall heftig. Wenn ich bisher 5 Punkte gegeben habe für eine Farbe, weil die Farbe dunkel und kräftig war, dann muss ich ja hier 6 Punkte geben. Da ist leider immer noch ein bisschen was drin. Wir haben jetzt wieder unser Bier-Tasting-Glas und guckt euch das an. Was ein... Nein, und es tropft wieder runter, wieder auf den Boden. Die Mama hat sich letztens schon beschwert, als sie kam, dass ich das Handtuch genommen habe und das Handtuch nicht mehr da war. Jetzt läuft es wieder runter. Guckt euch das an, wie das läuft. Diesmal ist sie live dabei. Diesmal nehme ich nicht das Handtuch. Diesmal nehme ich was anderes. Es tropft und tropft und tropft und tropft und tropft. Aber guckt euch die Farbe an. Ist das nicht eine brutale, herrliche Farbe? Das auf jeden Fall auch 5 von 5 Punkten. Es hat nichts mehr mit Bier zu tun, aber mir gefällt die Farbe einfach. Wenn ich das sehe, wie kräftig das aussieht, habe ich schon Bock. Auch Schaum, passt alles. Geruch, jetzt der Geruch. Also 4 fürs Etikett, 5 für die Farbe. Boah. Riecht ein bisschen nach Ammoniak oder nach alter Kuhstall. Tut mir leid, das ist ja klar, es ist ein bisschen säuerlich vom Geruch. Es ist ein richtig kräftiges, dunkles, brutales Bier. Mich erinnert das aber eher daran. Ist für mich sogar ein eher unangenehmer Geruch. Geruch würde ich, es hat eine süßlich-bittere Note gleichzeitig. Ich würde für Geruch trotzdem noch 2 von 5 Punkten geben. 2 von 5 Punkten für Geruch und wir kommen natürlich, sie sagt, mach doch den Schaum ins Waschbecken, wenn es dich stört. Ja, wie denn, wenn der Adi da drin liegt? Ich kann den Schaum ja nicht auf dem Adi drauf machen. Wir saufen mal kurz den Schaum weg oder wir zütscheln den weg. Okay, ich mache mir an dem Schaum noch kein Bild vom Bier. Wir nehmen jetzt einen kräftigen Schluck und gucken mal, was der Geschmack verspricht, auch wenn der Geruch nicht so pralle war. Schmeckt auf jeden Fall komplett anders als alle anderen, die wir bisher hier drin hatten. Ich muss auch sagen, generell beim Trinken merkt ihr nichts, beziehungsweise es ist nicht wässrig. Es hat beim Trinken einen vollmundigen Geschmack, ja. Es ist präsent beim Trinken, aber ohne, dass es irgendwie eine bittere oder herbe Note mitbringt oder dass es irgendwie nach Spülwasser schmeckt. Bei anderen war das wirklich, während des Trinkens habt ihr schon und dann habt ihr abgesetzt und dann wird es noch schlimmer. Ihr habt ja beim Trinken, ich glaube, man könnte das ganze Glas komplett leer trinken und würde gar nicht merken, dass man so ein kräftiges, böses Bier trinkt. Also es lässt sich auf jeden Fall sehr gut trinken. Es wären eigentlich 5 Punkte für den Geschmack direkt beim Trinken, aber dann kommt ja das Absetzen. Beim Absetzen muss ich nochmal eine Note nehmen. Da kommt etwas säuerlich Bitteres hinterher, ja? Aber nicht so... Es schmeckt nicht nach Spülmittel. Es schmeckt nicht ultra herb. Es ist ein merkwürdiger Geschmack. Den habe ich bisher noch nicht gehabt bei den Sachen. Auch wenn es nach Kuhstall riecht, ist dieser Geschmack, der dann beim Absetzen kommt, trotzdem noch angenehmer als der Geruch. Auch wenn es ein bisschen bitter ist, aber Bier ist im Allgemeinen ja eigentlich fast immer bitter. Trotzdem dadurch, dass es sich so gut trinken lässt. Und... ja, der Nachgeschmack auch ist okay, sage ich, ist okay. Es sind keine vollen 5 Punkte. Ich gebe trotzdem 4 Punkte, weil der gute Geschmack, den du beim Trinken hast, durch den Nachgeschmack ein bisschen reduziert wird. Aber wenn ich 3 mache, das wäre viel zu wenig dafür, dass es sich so gut trinken lässt. Wir sind also komplett angekommen. 4, 5, 2, und nochmal 4. Der Geruch hat es also, naja, ein bisschen runtergezogen. Der Rest ist eigentlich okay von dem Bier. Ich möchte euch auch den Boden nochmal zeigen.
So sieht das jetzt aus. Da ist es runtergetropft. Wunderbar. Ja, Adi wartet schon, dass er raus kann. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns morgen beim Türchen Nummer 16. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ah.